Bauer Giles von Ham von John Ronald Royal Tolkien in der Übersetzung von Angela Ute Schwenker. Egidius de Hamo war ein Mann, der im Herzen der Insel Britanniens lebte. Sein voller Name war Egidius Ahenobarbus Julius Agricola de Hamo, denn die Leute waren in jenen längst vergangenen Tagen, als die Insel noch glücklich in viele Königreiche aufgeteilt war, reichlich mit Namen ausgestattet. Man hatte damals mehr Zeit und die Bevölkerung war geringer, so dass die meisten Menschen vornehmer Herkunft waren. Jene Tage sind jedoch jetzt vergangen und ich will deshalb in dem, was folgt, den Namen des Mannes kurz und in der Umgangsform wiedergeben. Er war Bauer Giles von Ham und er hatte einen roten Bart. Ham war nur ein Dorf, aber Dörfer waren in jenen Tagen stolz und noch unabhängig. Bauer Giles hatte einen Hund. Der Hund hieß Garm. Hunde hatten sich mit kurzen Namen aus der Mundart zu begnügen. Das Bücherlatein wurde für ihre Herren aufgespart. Garm konnte nicht einmal Hundelatein, doch er beherrschte die Umgangssprache, so wie die meisten Hunde seiner Zeit, entweder um jemanden einzuschüchtern oder um sich aufzuspielen oder um sich einzuschmeicheln. Das Einschüchtern galt Bettlern und Eindringlingen, das Aufspielen anderen Hunden und das Einschmeicheln seinem Herrn. Garm war stolz auf Giles, doch fürchtete er ihn auch, denn der konnte besser einschüchtern und sich aufspielen als er. Es war keine Zeit der Eile oder Hetze, denn Schaffen muss nicht Hetzen sein. Die Menschen taten ihre Arbeit in aller Ruhe und sie verstanden, kräftig zuzupacken und sich dabei gut zu unterhalten. Es gab viel, worüber man reden konnte, denn es begaben sich ständig denkwürdige Ereignisse. Zu dem Zeitpunkt, da diese Geschichte beginnt, war allerdings schon reichlich lange nichts Denkwürdiges mehr in Ham vorgefallen. Das behagte dem Bauer Giles von Grund auf. Er war einer von den Langsamen, ein Mensch mit ziemlich wohlgeregelten Gewohnheiten und vollauf mit seinen eigenen Angelegenheiten beschäftigt. Er hatte alle Hände voll zu tun, sagte er, den Wolf von der Tür fernzuhalten, das heißt, selbst so wohlgenährt und sorgenfrei zu bleiben, wie vordem sein Vater war. Der Hund half ihm dabei eifrig. Keiner von beiden schenkte der weiten Welt außerhalb ihrer Felder, des Dorfes und des nächsten Marktes sonderliche Beachtung. Aber die weite Welt gab es. Schon bald begann der tiefe Wald und fern im Westen und Norden lagen die wilden Hügel und die unsicheren Grenzgebiete des Berglandes. Und unter manch anderen Wesen, die noch frei umherliefen, gab es Riesen. Freches und ungebildetes Volk und gelegentlich eine Plage. Vor allem gab es da einen Riesen, größer und dümmer als seine Gefährten. Ich finde seinen Namen in den Überlieferungen nicht erwähnt, aber das spielt keine Rolle. Er war sehr groß, sein Wanderstock war wie ein Baum und sein Tritt war schwer. Er fegte Ulmen zur Seite wie hohes Gras und er war der Ruin der Straßen und das Elend der Gärten, denn seine mächtigen Füße hinterließen Löcher, tief wie Brunnen. Wenn er in ein Haus stolperte, bedeutete es dessen Ende. Und all diesen Schaden richtete er an, wo immer er auch ging, denn sein Kopf ragte weit über die Dächer der Häuser und überließ es seinen Füßen, auf sich selbst aufzupassen. Er war kurzsichtig und auch ziemlich taub. Glücklicherweise lebte er weit weg in der Wildnis und besuchte selten die Gegenden, die von Menschen bewohnt waren, und dann kaum absichtlich. Er besaß ein großes, baufälliges Haus weit oben in den Bergen, doch hatte er sehr wenig Freunde, wegen seiner Taubheit und Dummheit und mangels Riesen überhaupt. Gewöhnlich ging er in den wilden Hügeln und in den unbewohnten Gebieten am Fuß der Berge ganz für sich allein spazieren. Eines schönen Sommertages rückte dieser Riese aus, einen Spaziergang zu machen, und wanderte ziellos einher, wobei er in den Wäldern ziemlich viel Zerstörung anrichtete. Plötzlich merkte er, dass die Sonne unterging und fühlte die Zeit seines Nachtmahls sich nähern, doch er musste entdecken, dass er in einem Teil des Landes war, den er überhaupt nicht kannte und sich verlaufen hatte. Da er die richtige Richtung falsch vermutete, ging und ging er, bis es dunkle Nacht war. Dann setzte er sich nieder und erwartete den Aufgang des Mondes. Und er ging weiter im Mondlicht, eifrig ausschreitend, denn er wollte unbedingt nach Hause kommen. Er hatte seinen besten Kupferkessel auf dem Feuer gelassen und fürchtete, dass der Boden durchgebrannt sein könnte.
Doch sein Rücken war den Bergen zugekehrt und er war schon in den von Menschen bewohnten Gegenden. Ja, er näherte sich jetzt dem Hof des Aegidius Ahenobarbus, Iulius Agricola und dem Dorf, das, in der Umgangssprache, Hem hieß. Es war eine schöne Nacht, die Kühe waren auf den Feldern und der Hund des Bauern Giles hatte sich losgemacht und war auf eigene Faust spazieren gegangen. Er hatte eine Vorliebe für Mondschein und Kaninchen. Natürlich hatte er keine Ahnung, dass auch ein Riese unterwegs war. Wohl hätte gerade das für ihn ein guter Grund sein können, ohne Erlaubnis auszugehen, doch noch ein besserer, still in der Küche zu bleiben. Ungefähr um 2 Uhr tauchte der Riese in den Feldern des Bauern Giles auf, durchbrach die Hecken, zertrampelte die Ernte und trat das noch ungemähte Gras nieder. In 5 Minuten hatte er mehr Schaden angerichtet, als es die königliche Fuchsjagd in 5 Tagen vermocht hätte. Garm hörte ein Stampfen und Poltern das Flussufer entlangkommen und rannte zur Westseite des niedrigen Hügels, auf dem das Bauernhaus stand, nur um zu sehen, was vor sich ging. Plötzlich sah er den Riesen geradewegs über den Fluss schreiten und auf Galatea treten, des Bauern liebste Kuh, und das arme Tier so flach quetschen, wie der Bauer eine Küchenschabe hätte quetschen können. Das reichte Garm voll auf, er stieß einen Schreckenskläffer aus und stürzte nach Hause. Ohne sich überhaupt klarzumachen, dass er ohne Erlaubnis ausgegangen war, kam er und bellte und heulte unter dem Schlafzimmerfenster seines Herrn. Lange Zeit gab es keine Antwort. Bauer Giles war nicht leicht aufzuwecken. »Hilft! Hilft! Hilft!« heulte Garm. Das Fenster öffnete sich plötzlich und eine wohlgezielte Flasche kam herausgeflogen. »Au!« sagte der Hund und sprang mit geübter Fertigkeit auf die Seite. »Hilft! Hilft! Hilft!« Da schoss des Bauern Kopf hervor. »Der Teufel soll dich holen, Hund! Was treibst du für Unfug?« fragte er. »Nichts!« sagte der Hund. »Ich geb's dir gleich von wegen nichts. Ich werde dir morgen das Fell über die Ohren ziehen«, sagte der Bauer und warf das Fenster zu. »Hilft! Hilft! Hilft!« heulte der Hund. Wieder kam Giles' Kopf hervor. »Ich bringe dich um, wenn du noch einen Laut von dir gibst«, sagte er. »Was ist los mit dir, du Narr?« »Nichts«, sagte der Hund, »aber bei euch ist was los.« »Was soll das heißen?« sagte Giles ganz verdutzt inmitten seiner Wut. Niemals zuvor hatte Garm ihm frech geantwortet. »Ein Riese ist in euren Feldern, ein riesiger Riese, und er kommt in diese Richtung«, sagte der Hund. »Helft, helft, er tritt auf euren Schafen herum, er hat die arme Galatea zertrampelt, und sie ist platt wie ein Schuhabstreifer. Helft, helft, er zerstört all eure Hecken und zermalmt eure ganze Ernte. Jetzt fasst euch ein Herz und beeilt euch, Herr, oder es werdet bald nichts mehr zu verlieren haben. Helft!« Garm begann zu heulen. »Gib Ruhe jetzt«, sagte der Bauer und schloss das Fenster. »Gott sei uns gnädig«, sagte er zu sich selbst, obwohl die Nacht warm war, fröstelte ihn und er bibberte. »Komm wieder ins Bett und sei kein Narr«, sagte seine Frau, »und ertränke morgen diesen Hund. Es gibt keinerlei Grund, das zu glauben, was ein Hund sagt. Werden Sie beim Faulenzen oder Stehlen erwischt, so erzählen Sie einem jedes Märchen.« »Kann sein, Agatha«, sagte er, »und kann auch nicht sein, aber irgendetwas in meinen Feldern geht vor oder Garm soll Hans heißen. Dieser Hund war verschreckt, und warum sollte er in der Nacht jaulend ankommen, wo er doch morgen beim Melken heimlich zur Hintertür hineinwitschen könnte?« »Mach keine langen Reden«, sagte sie, »wenn du dem Hund glaubst, dann tu, was er sagt, fass dir ein Herz und beeil dich.« »Leichter gesagt als getan«, antwortete Giles, denn er glaubte wirklich so ungefähr die Hälfte von Garms Geschichte. In den frühen Morgenstunden sind Riesen weniger unwahrscheinlich. Trotzdem, Besitz bleibt Besitz, und Bauer Giles machte kurzen Prozess mit Eindringlingen. Nur wenige konnten sich dem widersetzen. Er zog also seine Kniehose an, ging hinunter in die Küche und nahm seine Donnerbüchse von der Wand. Manche werden wissen wollen, was eine Donnerbüchse ist. Tatsächlich wurde gerade diese Frage, wie man hört, den 4 weisen Gelehrten von Ochsenfurt vorgebracht, und nachdem sie nachgedacht hatten, antworteten sie: Eine Donnerbüchse ist ein kurzes Gewehr von großem Kaliber, das viele Kugeln oder Geschosse gleichzeitig abfeuert und innerhalb einer begrenzten Schussweite ohne genaues Ziel Schaden anrichten kann, in fortschrittlichen Ländern jetzt durch andere Feuerwaffen verdrängt. Die Donnerbüchse des Bauern Giles hatte jedenfalls eine weite Mündung, die sich wie ein Horn öffnete und feuerte nicht Kugeln oder Geschosse, sondern alles Mögliche, was er gerade zum Hineinstopfen entbehren konnte. Und sie richtete keinen Schaden an, weil er sie selten lud und niemals losgehen ließ. Ihr Anblick genügte gewöhnlich für seine Zwecke.
Und dieses Land war noch nicht fortschrittlich, denn die Donnerbüchse war nicht abgeschafft. Tatsächlich war sie das einzige Gewehr irgendwelcher Art, das es dort gab, und als solches rar. Die Leute bevorzugten Pfeil und Bogen, und Schießpulver wurde hauptsächlich für Feuerwerke benutzt. Nun denn, Bauer Giles nahm seine Donnerbüchse herunter und tat eine gute Ladung Pulver hinein, nur für den Fall, dass außergewöhnliche Maßnahmen erforderlich sein sollten, und in die weite Mündung stopfte er alte Nägel und Drahtstücke, Geschirrscherben, Knochen, Steine und anderes Zeug. Dann zog er Mantel und Stulpenstiefel an und ging durch den Küchengarten hinaus. Hinter ihm stand tief der Mond, und er konnte nichts Schlimmeres sehen als die langen schwarzen Schatten der Büsche und Bäume. Doch konnte er ein fürchterliches Stapfen und Stampfen den Hügelhang hinaufkommen hören. Er hatte sich wieder ein Herz gefasst, noch beeilte er sich, was immer Agatha sagen mochte, doch er fürchtete mehr um seinen Besitz als um seine Haut. Also schritt er mit einem leichten Schwächegefühl im Magen auf den Hügelkamm zu. Plötzlich tauchte über dem Grat das Gesicht des Riesen auf, bleich im Mondlicht, das in seinen großen, runden Augen glitzerte. Seine Füße waren noch tief drunten, wo sie Löcher in die Felder pflügten. Der Mond beleuchtete den Riesen, und er sah den Bauer nicht, aber Bauer Giles sah ihn und war zu Tode erschrocken. Ohne zu denken, drückte er ab, und die Donnerbüchse ging unter markerschütterndem Krachen los. Durch Zufall war sie mehr oder weniger auf das breite, hässliche Gesicht des Riesen gerichtet. Das Zeug kam hervorgeschossen, die Steine und Knochen, die Scherben und Drahtstücke und ein halbes Dutzend Nägel. Und da die Streuung tatsächlich begrenzt war, trafen durch Zufall und ohne Absicht des Bauern den Riesen viele dieser Stücke. Eine Scherbe ging in sein Auge und ein großer Nagel bohrte sich in seine Nase. »Verflucht«, sagte der Riese in seiner ungehobelten Art, »mich hat was gestochen.« Das Geräusch hat auf ihn keinen Eindruck gemacht, er war ziemlich taub, doch ihn störte der Nagel. Seit langem war ihm kein Insekt mehr begegnet, das grimmig genug gewesen wäre, seine dicke Haut zu durchbohren. Doch hatte er sagen hören, dass es weit im Osten in den Sümpfen Libellen gebe, die wie heiße Zangen beißen könnten. Er dachte, dass er wohl in so etwas geraten war. »Offenbar eine üble, ungesunde Gegend«, sagte er, »hier werde ich heute noch nicht weitergehen.« Er langte sich daraufhin ein paar Schafe vom Hügelhang, um sie zu essen, wenn er wieder daheim sein würde, ging zurück über den Fluss und machte sich ungefähr nach Nordnordwesten in großer Eile davon. Er fand am Ende den Weg nach Hause, denn er ging schließlich in die rechte Richtung, doch der Boden seines Kupferkessels war durchgebrannt. Was den Bauern Giles anbelangt, so warf es ihn flach auf den Rücken, als die Donnerbüchse losging, und dort lag er mit dem Blick zum Himmel und war gespannt, ob die Füße des Riesen ihm beim Vorbeigehen wohl verfehlen würden. Doch es geschah nichts, und das Stapfen und Stampfen verlor sich in der Ferne. Also stand er auf, rieb seine Schulter und langte nach der Donnerbüchse. Da plötzlich vernahm er frohes Lärmen menschlicher Stimmen. Die meisten Leute von Ham hatten die ganze Zeit aus dem Fenster geschaut. Ein paar hatten sich etwas übergeworfen und waren herausgekommen, nachdem der Riese abgezogen war. Einige liefen jetzt laut rufend den Hügel hinauf. Die Dorfbewohner hatten das entsetzliche Bumsen der Riesenfüße gehört, und die meisten waren augenblicklich unter die Bettdecke gekrochen, einige unters Bett. Doch Garm war stolz auf seinen Herrn und fürchtete ihn zugleich. Er fand ihn in seinem Zorn großartig und schrecklich, und er glaubte natürlich, dass der erstbeste Riese ebenso denken würde. Sobald er also Giles mit seiner Donnerbüchse herauskommen sah, gewöhnlich ein Zeichen größter Wut, jagte er bellend und heulend ab ins Dorf. »Hinaus mit euch, heraus, heraus! Steht auf, kommt und seht meinen großartigen Herrn, er ist kühl und flink, er wird einen Riesen erschießen, der bei ihm eingedrungen ist, heraus!« Die Kuppe des Hügels konnte von den meisten Häusern aus gesehen werden. Als die Leute und der Hund das Gesicht des Riesen dahinter auftauchen sahen, erschauderten sie und hielten den Atem an, und alle außer dem Hund glaubten, dass sich diese Angelegenheit für Giles als zu schwierig erweisen würde, um von ihm gemeistert werden zu können. Dann ging die Donnerbüchse unter Getöse los, und der Riese machte plötzlich Kehrt und lief davon, und in ihrer Überraschung und Freude klatschten sie und jubelten, und Garm bellte sich fast um seinen Kopf. »Hurra«, riefen sie, »das wird ihn lehren, Meister Agidius hat's ihm gegeben, jetzt wird er nach Hause gehen und sterben, und das geschieht ihm ganz recht.«
Dann jubelten sie wieder alle gemeinsam, doch während sie noch jubelten, merkten sie sich zu ihrem eigenen Heil, dass diese Donnerbüchse also doch abgefeuert werden konnte. In den Dorfgasthöfen hatte es darüber über diesen Punkt Streit gegeben, aber jetzt war die Sache geklärt. Bauer Giles hatte später kaum noch Schwierigkeiten mit Eindringlingen. Als die Gefahr vorüberschien, kamen einige der kühnsten Leute schnurstracks den Hügel hinauf und schüttelten Bauer Giles die Hand. Manche, der Pfarrer und der Hufschmied und der Müller und ein oder zwei andere Personen von Gewicht, klopften ihm auf die Schulter. Das behagte ihm nicht, seine Schulter schmerzte sehr, doch fühlte er sich verpflichtet, sie in sein Haus einzuladen. Sie hockten in der Küche herum, tranken auf seine Gesundheit und priesen ihn laut. Er machte keine Anstrengung, sein Gähnen zu verbergen, doch solange noch etwas zu trinken da war, nahmen sie davon keine Notiz. Als sie sich alle ein- oder zweimal nachgeschenkt hatten und der Bauer zwei- oder dreimal, begann er sich recht mutig zu fühlen. Als sie sich alle zwei- oder dreimal nachgeschenkt hatten und er selbst fünf- oder sechsmal, da fühlte er sich so mutig wie nach Meinung seines Hundes. Sie trennten sich als gute Freunde und er klopfte ihnen herzlich auf die Schulter. Seine Hände waren groß und rot und dick. Er hatte also seine Rache. Am nächsten Tag merkte er, dass die Neuigkeit beim Weiterzählen gewonnen hatte und er zu einer Lokalgröße geworden war. Bis Mitte der folgenden Woche hatte sich das Ereignis zu allen Dörfern im Umkreis von 20 Meilen herumgesprochen. Er war zum Helden der Bauern geworden. Sehr angenehm fand er das. Am nächsten Markttag wurde ihm so viel Freibier spendiert, dass man ein Boot darauf hätte treiben lassen können, was bedeutet, er hatte seinen Teil weg und auf dem Heimweg sang er alte Heldenlieder. Schließlich kam es sogar dem König zu Ohren. Die Hauptstadt jenes Reiches, des Mittleren Königreichs, der Insel in jenen glücklichen Tagen, lag etwa 20 Meilen von Hem entfernt und am Hofe schenkte man dem Tun der Bauern in der Provinz im Allgemeinen wenig Bedeutung. Doch eine so prompte Vertreibung eines solch gewalttätigen Riesen schien der Beachtung und einer kleinen Aufmerksamkeit wert. Nach einiger gehörigen Zeit also, das heißt nach ungefähr 3 Monaten am Fest von St. Michael, sandte der König einen prächtigen Brief. Er war in roter Schrift auf weißem Pergament geschrieben und äußerte den königlichen Beifall für unseren ergebenen Untertanen und vielgeliebten Aegidius Ahenobarbus Iulius Agricola de Hammo. Der Brief war mit einem roten Klecks unterschrieben, doch der Hofschreiber hatte hinzugefügt Ego Augustus Bonifatius Ambrosius Aurelianus Antonius Pius et Magnificus Dux Rex Tyrannus e Basileus Mediterraneum Partium Subscribo. Und ein großes rotes Siegel war angeheftet. Das Dokument war also unmissverständlich echt. Es bereitete Giles große Freude und wurde viel bewundert, besonders als sich herumgesprochen hatte, dass man sich am offenen Feuer des Bauern niedersetzen konnte und etwas zu trinken bekam, wenn man es zu sehen wünschte. Besser noch als das Erkennungsschreiben war das beigefügte Geschenk. Der König schickte einen Gürtel und ein langes Schwert. In Wahrheit hatte der König das Schwert selber nie benutzt. Es gehörte der Familie und hatte seit unvordenklichen Zeiten seine Rüstkammer gehangen. Der Waffenschmied konnte nicht sagen, wie es dorthin gekommen war oder wozu es wohl zu gebrauchen sei. Einfache, schwere Schwerter dieser Art waren bei Hof gerade aus der Mode und der König meinte deshalb, es sei das richtige Geschenk für einen ungehobelten Bauern. Doch Bauer Giles war entzückt und sein lokales Ansehen wuchs ungeheuer. Giles genoss die Wendung der Dinge, ebenso sein Hund. Er empfing nie die angekündigten Hiebe. Giles war ein gerechter Mann nach besten Kräften. Innerlich trat er einen ehrlichen Anteil des Ruhmes an Garm ab, obwohl er nicht so weit ging, das auszusprechen. Er warf auch weiterhin harte Worte und harte Gegenstände nach dem Hund, wie er gerade Lust hatte, doch er drückte bei vielen seiner kleinen Ausflüge ein Auge zu. Garm machte es sich zur Gewohnheit, weit weg zu streunen. Der Bauer spazierte voll Stolz umher und das Glück war ihm hold. Die Herbst- und frühe Winterarbeit fiel gut aus. Alles schien einen günstigen Verlauf zu nehmen, bis der Drache kam. In jenen Tagen waren Drachen auf der Insel nur noch selten zu finden. Viele Jahre lang waren sie im Mittleren Reich des Augustus Bonifatius gesichtet worden. Es gab natürlich noch unsichere Grenzgebiete und unbewohnten Berge westlich und nördlich, doch sie waren weit entfernt. Vor langer Zeit hatten in den genannten Gegenden viele Drachen von mancherlei Art gehaust, die weit und breit ihr Unwesen trieben.
Doch damals war das mittlere Königreich berühmt für den Mut der königlichen Ritter, und so viele herumstreuende Drachen waren getötet worden oder schwer angeschlagen heimgekehrt, dass die anderen es aufgegeben hatten, in diese Richtung zu ziehen. Noch immer aber war es Sitte, zu Weihnachten Drachenschwanz an des Königs Tafels aufzutragen, und jedes Jahr wurde ein Ritter für die Ehrenpflicht der Drachenjagd erwählt. Er sollte am St. Nikolaustag ausziehen und spätestens am heiligen Abend mit einem Drachenschwanz heimkommen. Doch seit vielen Jahren schon pflegte der königliche Koch ein fabelhaftes Backwerk zu bereiten, einen falschen Drachenschwanz aus Kuchen und Mandelcreme mit kunstvoll aufgetragenen Schuppen aus Zuckerguss. Der erwählte Ritter trug dies Gebilde am Weihnachtsabend in den Saal, während die Fiedeln spielten und die Fanfaren schmetterten. Der falsche Drachenschwanz wurde am Weihnachtstag nach dem Festessen verspeist, und alle sagten, dem Koch zuliebe, dass er viel besser schmecke als echter Schwanz. So standen die Dinge, als wieder ein richtiger Drache auftauchte. Das hatte man hauptsächlich dem Riesen zu verdanken. Nach seinem Abenteuer wanderte er viel in den Bergen umher und besuchte seine verstreuten Verwandten, öfter als es seine Gewohnheit gewesen war und viel öfter, als sie es schätzten. Denn er legte es immer darauf an, einen großen Kupferkessel zu borgen, und ob er nun einen geliehen bekam oder nicht, immer saß er herum und erzählte in seiner weitschweifigen, schwerfälligen Art von den fabelhaften Landen weit unten im Osten und von den Wundern der weiten Welt. In seinem Kopf hatte sich die Vorstellung festgesetzt, dass er ein großartiger, wagemutiger Entdecker sei. »Ein hübsches Land«, pflegte er zu sagen. »Ziemlich flach, angenehmes Laufen und massig zu futtern, man muss nur zugreifen. Kühe versteht ihr und überall Schafe, leicht aufzuspüren, wenn man aufpasst.« »Doch was ist mit den Menschen?«, fragten sie. »Sind mir nicht zu Gesicht gekommen«, sagte er. »Kein einziger Ritter war zu hören oder zu sehen, meine lieben Freunde. Nichts Schlimmeres als ein paar Stechfliegen am Fluss.« »Warum gehst du nicht zurück und bleibst dort?«, fragten sie. »Na ja, es heißt doch, nirgendwo ist es so schön wie zu Hause«, sagte er. »Aber vielleicht gehe ich eines Tages wieder hin, wenn ich Lust habe. Immerhin bin ich einmal dort gewesen, das ist mehr, als die meisten von sich behaupten können. Was ist jetzt mit dem Kupferkessel?« »Und die reichen Ländereien?«, fragten sie dann hastig. »Diese ergötzlichen Gegenden voll ungeschützter Viehherden, in welcher Richtung liegen sie und wie weit ist es?« »Oh«, war immer seine Antwort, »weit im Osten oder Südosten, aber es ist eine lange Reise.« Und dann schilderte er mit solcher Übertreibung die weiten Strecken, die er zurückgelegt, und die Wälder, Hügel und Ebenen, die er überquert hatte, dass keiner der anderen weniger langbeinigen Riesen sich jemals aufmachte. Doch das Gerücht machte die Runde. Dann folgte dem warmen Sommer ein harter Winter. Es war bitterkalt in den Bergen und die Nahrung wurde knapp. Das Gerede nahm zu. Flachlandschafe und Kühe aus den Weideniederungen wurden zu einem wichtigen Gesprächsgegenstand. Die Drachen spitzten die Ohren. Sie waren hungrig und diese Gerüchte klangen verlockend. »Ritter sind also nur erfunden«, sagten die jüngeren und weniger erfahrenen Drachen. »Das haben wir uns schon immer gedacht.« »Sie könnten zudem seltener geworden sein«, dachten die älteren und weiseren Lindwürmer, »weit weg und wenige und nicht länger zu fürchten.« Ganz besonders ein Drache war tief beeindruckt. Chrysophylax Dives war sein Name, denn er stammte aus einem alten kaiserlichen Geschlecht und war sehr reich. Er war verschlagen, neugierig, habsüchtig, gut gepanzert, aber nicht verwegen. Immerhin fürchtete er sich nicht im geringsten vor Fliegen oder Insekten, egal welcher Art und Größe, und er war schrecklich hungrig. An einem Wintertag also, ungefähr eine Woche vor Weihnachten, breitete Chrysophylax seine Flügel aus und schwang sich in die Luft. Seelenruhig landete er um Mitternacht mit einem Plumps im Herzen des Mittleren Reiches von Augustus Bonifatius Rex et Basileus. In kurzer Zeit richtete er einen ganz schönen Schaden an, zertrümmernd und sengend, Schafe, Kühe und Pferde verschlingend. Das war in einem von Hem weit entfernten Teil des Landes, doch Garm erlitt den Schrecken seines Lebens. Er hatte sich zu einem langen Streifzug aufgemacht, das Wohlwollen seines Herrn ausnutzend, hatte er es gewagt, ein oder zwei Nächte außer Haus zu verbringen. Eben folgte er einer aufregenden Fährte entlang einem Waldsaum, als er um eine Ecke bot und plötzlich auf einen neuen, beunruhigenden Geruch stieß. Tatsächlich lief er direkt in den Schwanz von Chrysophylax dem Reichen, der soeben gelandet war.
Niemals ist ein Hund schneller schwanzwedelnd umgekehrt und heimgestürzt als Garm. Kaum hatte der Drache sein Gekläff vernommen, drehte er sich um und schnob, doch Garm war längst außer Reichweite. Er rannte die ganze übrige Nacht und kam zu Hause um die Frühstückszeit an. »Hilft! Hilft! Hilft!« rief er draußen vor der Hintertür. Giles hörte das, und die Tonart wollte ihm gar nicht gefallen. Sie erinnerte ihn an unerwartete Dinge, die sich ereignen können, wenn alles in bester Ordnung scheint. »Weib, lass diesen verfluchten Hund rein«, sagte er, »und zieh ihm eins über.« Garm kam mit hervorquellenden Augen und hängender Zunge in die Küche gerannt. »Hilft«, heulte er. »Was hast du diesmal angestellt?« fragte Giles und warf ihm eine Wurst hin. »Nichts«, keuchte Garm, viel zu verstört, um auf die Wurst zu achten. »Jetzt fang bloß nicht wieder damit an, oder ich zieh dir das Fell über die Ohren«, sagte der Hund. »Ich habe nichts Unrechtes getan. Ich wollte überhaupt nichts anstellen«, sagte der Hund. »Doch mir ist so rein zufällig ein Drache begegnet, und das hat mir einen Schrecken eingejagt.« Dem Bauern stockte fast das Bier im Hals. »Drache«, sagte er, »zum Teufel mit deiner unnützen Herumschnüffelei. Wozu ziehst du auch aus und findest einen Drachen zu dieser Jahreszeit und das mir, der ich alle Hände voll zu tun habe? Wo war das?« »Ach, nördlich über die Hügel und noch weiter ungefähr jenseits der stehenden Steine«, sagte der Hund. »Oh, so weit weg«, sagte Giles mächtig erleichtert. »Sonderbares Volk in jener Gegend, habe ich mir sagen lassen, und in ihrem Land kann alles Mögliche passieren. Sollen sie doch allein damit fertig werden. Komm du mir nicht länger mit solchen lästigen Klatschgeschichten. Raus mit dir!« Garm verschwand und verbreitete die Nachricht im ganzen Dorf. Er vergaß nicht zu erwähnen, dass sein Herr überhaupt nicht entsetzt war. »Ganz gelassen war er und frühstückte weiter.« Die Leute schwatzten darüber vergnügt vor ihren Türen. »Wie in alten Zeiten«, sagten sie, »auch gerade jetzt vor Weihnachten, so saisongemäß, und wie sich der König freuen wird, er wird diesmal echten Schwanz zu Weihnachten haben können.« Doch am nächsten Tag trafen weitere Nachrichten ein. Der Drache, so stellte sich heraus, war außerordentlich groß und grausam. Er richtete entsetzlichen Schaden an. »Was ist mit den Rittern des Königs?«, begannen die Leute zu fragen. Andere hatten die gleiche Frage auch schon gestellt. Boten aus den von Chrysophylax am meisten geplagten Dörfern trafen nämlich jetzt beim König ein und sagten ihm so laut und so oft, wie sie es sich getrauten, »Herr, was ist mit euren Rittern?« Doch die Ritter unternahmen nichts. Ihr Wissen vom Drachen war noch ganz inoffiziell, also setzte sie der König von der Angelegenheit vollständig und förmlich in Kenntnis und er bat notwendigen Einsatz zu ihrem baldigen Belieben. Er war höchst ungehalten, als er merken musste, dass ihr Belieben keineswegs baldig sein würde und in Wirklichkeit täglich verschoben wurde. Aber die Ausreden der Ritter waren ohne Zweifel ehrenhaft. Vor allem hatte der königliche Koch den Drachenschwanz für das kommende Weihnachtsfest schon bereitet, weil er aus Überzeugung ein Mann der Pünktlichkeit war. Man durfte ihn auf keinen Fall kränken, indem man im letzten Augenblick einen echten Schwanz anschleppte. Er war ein sehr schätzenswerter Bediensteter. »Lasst doch den Schwanz, schlagt ihm den Kopf ab und macht ihm ein Ende«, riefen die Boten aus den unmittelbar betroffenen Dörfern. Doch die Weihnachtszeit war gekommen und unglücklicherweise hatte sich ein großes Turnier für den St. Johannistag angesetzt. Ritter aus vielen Königreichen waren eingeladen und kamen zum Wettkampf um einen wertvollen Preis. Es war ganz einfach unsinnig, die Chancen der Mittelreichritter zu verderben, indem man die besten Männer auf eine Drachenjagd schickte, bevor das Turnier vorüber war. Danach kamen die Neujahrsfeiern. Aber in jener Nacht war der Drache weiter vorgedrungen und jede Bewegung hatte ihn näher nach Hem gebracht. In der Nacht zum Neujahrstage konnten die Leute in der Ferne eine lodernde Flamme sehen. Der Drache hatte sich in einem ungefähr 10 Meilen entfernten Wald niedergelassen und der brannte munter vor sich hin. Es war nämlich ein feuriger Drache, wenn er mal recht in Stimmung war. Damals begannen die Leute, sich nach Bauer Giles umzusehen und hinter seinem Rücken zu flüstern. Das machte ihn unsicher und er tat so, als merke er es nicht. Am nächsten Tag näherte sich der Drache wieder um einige Meilen. Nun begann Bauer Giles selber laut über die Schande der Ritter des Königs zu reden. »Ich würde gern mal wissen, was Sie für Ihren Unterhalt leisten«, sagte er. »Das würden wir auch ganz gerne«, sagte jeder in Hemm. Doch der Müller fügte hinzu,
Manche Männer erhalten die Ritterwürde durch puren Verdienst, habe ich mir sagen lassen. Eigentlich ist unser guter Ägidius hier schon ein Ritter sozusagen. Hat der König ihm nicht einen roten Brief und ein Schwert geschenkt? Zur Ritterswürde gehört mehr als ein Schwert, sagte Giles. Da ist noch der Ritterschlag und das Ganze drumherum, soweit ich weiß. Ganz gleich, ich muss mich um meinen eigenen Kram kümmern. Oh, aber der König würde den Ritterschlag ganz gewiss erteilen, wenn man ihn darum bäte, sagte der Müller. Lasst ihn uns fragen, bevor es zu spät ist. Nicht doch, sagte Giles, der Ritterschlag passt nicht zu mir. Ich bin ein Bauer und bin stolz darauf, ein einfacher, ehrlicher Mann und ehrlichen Männern ergeht es schlecht bei Hofe, wie man hört. Euch steht das eher an, Meister Müller. Dem Pfarrer kam ein Lächeln, nicht wegen der gewitzten Erwiderung des Bauern, denn Giles und der Müller wischten sich immer gern mal eins aus. Sie waren Busenfeinde, wie man in Hem sagt. Der Pfarrer hatte plötzlich eine Eingebung, die ihm recht gut gefiel, doch er redete im Augenblick nicht weiter darüber. Der Müller war weniger zufrieden und grollte. Ganz einfach und vielleicht ehrlich, sagte er. Doch muss man zum Hofe gehen und Ritter werden, bevor man einen Drachen tötet? Mut ist alles, was man braucht, wie ich erst gestern Meister Ägidius habe verkünden hören. Er ist doch bestimmt genauso mutig wie irgendein Ritter. Die herumstehenden Leute riefen, natürlich nicht, oder aber sicher, drei Hochrufe für den Helden von Hem. Hierauf ging Bauer Giles voller Unbehagen nach Hause. Er musste erfahren, dass lokales Ansehen ständiger Auffrischung bedarf, was sich als sehr unangenehm erweisen kann. Er versetzte dem Hund einen Fußtritt und versteckte das Schwert in einem Schrank in der Küche. Bis dahin hatte es über dem Kamin gehangen. Am nächsten Tag rückte der Drache bis zum Nachbardorf Quecterum vor, Eichholz in der Umgangssprache. Er fraß nicht nur Schafe, Kühe und ein oder zwei Personen zarteren Alters, sondern auch den Pfarrer. Reichlich tollkühn hatte dieser versucht, ihn von seinem gottlosen Treiben abzubringen. Darauf gab es einen schrecklichen Tumult. Alle Einwohner von Hem kamen den Hügel herauf, angeführt von ihrem eigenen Pfarrer, und sie umringten Bauer Giles. »Wir verlassen uns auf dich«, sagten sie, und sie blieben, standen herum und schauten, bis das Gesicht des Bauern röter war als sein Bart. »Wann ziehst du los?« fragten sie. »Nun, heute kann ich nicht, und dabei bleibt«, sagte er. »Ich habe genug am Halse mit meinem kranken Stallknecht, und überhaupt, ich werde mich schon darum kümmern.« Sie verließen ihn, doch abends verbreitete sich die Kunde, der Drache habe sich noch mehr genähert, also kamen sie alle wieder. »Wir verlassen uns auf dich, Meister Ägidius«, sagten sie. »Nun«, sagte er, »es passt mir jetzt gerade ganz schlecht. Meine Stute lahmt und das Lammen hat begonnen. Sobald ich kann, kümmere ich mich darum.« Also verließen sie ihn nochmals, nicht ohne einiges Murren und Flüstern. Der Müller kicherte, der Pfarrer aber blieb und konnte sich nicht trennen. Er lud sich selbst zum Abendessen ein und machte manche spitze Bemerkung. Er erkundigte sich sogar nach dem Schwert und bestand darauf, es zu sehen. Es lag in einem Schrankfach, wo es gerade noch hineinpasste, und kaum holte Bauer Giles es heraus, sprang es blitzschnell aus der Scheide, der Bauer ließ es fallen, als sei sie glutheiß. Der Pfarrer schnellte hoch, wobei er sein Bier umstieß. Vorsichtig nahm er das Schwert auf und versuchte es zurück in die Scheide zu stecken, doch es ging nicht einmal einen Fuß tief hinein und sprang wieder ganz heraus, sobald er seine Hand vom Heft nahm. »Du meine Güte, das ist sehr sonderbar«, sagte der Pfarrer und prüfte eingehend Klinge und Scheide. Er war ein studierter Mann, im Gegensatz zu dem Bauern, der nur mit Mühe Großbuchstaben entziffern konnte und nicht einmal mit Sicherheit seinen eigenen Namen zu lesen vermochte. Deshalb hatte er nie die fremdartigen Lettern weiter beachtet, die auf Scheide und Schwert zu sehen waren. Und was den Waffenschmied des Königs betrifft, so war dieser bei Schwertern und Scheiden dermaßen an Runen, Namen und an andere Zeichen von Macht und tieferer Bedeutung gewöhnt, als dass er sich darüber nicht den Kopf zerbrochen hatte, außerdem hielt er sie für überholt. Der Pfarrer dagegen prüfte die Waffe eingehend und runzelte die Stirn. Er hatte etwas Geschriebenes auf dem Schwert oder der Scheide zu finden gehofft, und eben dies war der Gedanke gewesen, der ihm am Tag zuvor gekommen war. Doch nun überraschte es ihn, was er da sah, denn da waren zwar Buchstaben und Zeichen gewiss, doch konnte er sich keinen Reim darauf machen. »Da ist eine Inschrift auf dieser Scheide und einige, eigraphische Zeichen sind auch auf dem Schwert deutlich zu erkennen«, sagte er. »Wirklich?« fragte Giles. »Und was besagt das?«
Die Buchstaben sind veraltet und die Sprache ist ungeschlachtet, sagte der Pfarrer, um Zeit zu gewinnen. Ein wenig nähere Untersuchung wäre dazu erforderlich. Er bat ihm, das Schwert für eine Nacht zu leihen, und der Bauer überließ es ihm mit Vergnügen. Daheim nahm der Pfarrer viele gelehrte Bücher aus seinen Regalen und blieb auf bis tief in die Nacht. Am nächsten Morgen stellte sich heraus, dass der Drache noch näher gekommen war. Alle Leute von Hem verriegelten die Türen und verrammelten die Fenster, und jene, die Keller hatten, stiegen hinunter und saßen zitternd bei Kerzenlicht. Doch der Pfarrer stahl sich hinaus und ging vor Tür zu Tür und erzählte allen, die ihn durch einen Spalt oder ein Schlüsselloch anhören wollten, was er in seinem Studierzimmer herausgefunden hatte. »Unser guter Egidius«, sagte er, »ist durch die Gnade des Königs jetzt der Besitzer von Caudi Mordax, dem berühmten Schwert, das in den Volkssagen schlicht Schwanzbeißer genannt wird.« Wer den Namen hörte, öffnete meist die Tür. Alle kannten den Ruhm von Schwanzbeißer, denn dieses Schwert hatte einst Bellomarius gehört, dem größten aller Drachentöter des Königreichs. Einige Erzählungen machten ihn zum Ururgroßvater des Königs mütterlicherseits. Die Lieder und Legenden über seine Taten waren zahlreich, und wenn sie auch am Hofe in Vergessenheit geraten waren, entsann man sich ihrer doch auf den Dörfern. »Dieses Schwert«, sagte der Pfarrer, »ist nicht in der Scheide zu halten, wenn sich innerhalb von 5 Meilen ein Drache befindet. In den Händen eines tapferen Mannes kann ihm zweifellos kein Drache widerstehen.« Da begannen die Leute wieder Mut zu fassen, und einige öffneten die Fensterläden und steckten die Köpfe heraus. Schließlich überredete der Pfarrer ein paar von ihnen, mit ihm zu kommen, doch nur der Müller zeigte wirklichen Eifer. Giles so richtig in der Klemme zu sehen, schien ihm das Risiko wert. Sie gingen den Hügel hinauf, nicht ohne besorgte Blicke gen Norden über den Fluss. Von dem Drachen war nichts zu sehen, wahrscheinlich schlief er, hatte er sich doch während der ganzen Weihnachtszeit ordentlich gemästet. Der Pfarrer und der Müller hämmerten gegen des Bauern Tür. Keine Antwort, also hämmerten sie stärker. Schließlich kam Giles heraus. Sein Gesicht war sehr rot. Auch er war bis tief in die Nacht aufgewesen, hatte ziemlich viel Bier getrunken und gleich wieder damit begonnen, kaum dass er aufgestanden war. Sie alle drängten sich um ihn, nannten ihn guter Egidius, kühner Ahenobarbus, großer Julius, getreuer Agricola, stolz von Hem, Held der Bauern. Und sie redeten von Caudi Mordax, von Schwanzbeißer, dem Schwert, das sich nicht in die Scheide stecken lasse, von Tod oder Sieg, vom Ruhm der Bauernwehr, vom Rückgrat des Landes und dem Wohl der Mitmenschen, bis der Bauer hoffnungslos verwirrt war. »Nun denn, einer nach dem anderen«, sagte er, als er endlich Gelegenheit hatte, »was soll das, was soll ich? Ich habe heute einen rappelvollen Tag, wisst ihr?« Sie ließen also dem Pfarrer die Lage erklären. Danach hatte der Müller das Vergnügen, den Bauern so fest in der Klemme zu sehen, wie er sich's nur wünschen konnte. Doch verlief nicht alles so, wie der Müller hoffte. Einmal, weil Giles jede Menge Starkbier getrunken hatte, und zum anderen, weil ihn ein sonderbares Gefühl von Stolz und Ermutigung packte, als er erfuhr, dass dieses Schwert tatsächlich Schwanzbeißer war. Als er noch ein Junge war, hatten ihm die Geschichten über Bellomarius besonders gut gefallen, und noch bevor er denken konnte, hatte er sich so manches Mal gewünscht, er könne ein prächtiges und heldengemäßes Schwert ganz für sich alleine haben. So überkam es ihn plötzlich, dass er Schwanzbeißer packen und auf Drachenjagd gehen würde. Doch sein ganzes Leben lang ans Feilschen gewöhnt, bemühte er sich nochmals, die Angelegenheit herauszuschieben. »Was«, sagte er, »ich auf Drachenjagd, in meinen alten Gemaschen und dem alten Wams? Zum Drachenkampf braucht es so etwas wie eine Rüstung, soweit ich unterrichtet bin. In diesem Haus gibt es nichts dergleichen, und das ist eine Tatsache«, sagte er. Das war etwas misslich, sie sahen es alle ein, doch ließen sie den Hufschmied holen. Der Hufschmied schüttelte den Kopf. Er war ein schwerfälliger, düsterer Mann, gemeinhin als Sonniger Sam bekannt, obwohl sein richtiger Name Fabricius Contactor war. Er pfiff nie beim Arbeiten, es sei denn irgendein Unglück, etwa Frost im Mai, traf pünktlich ein, nachdem er es vorhergesagt hatte. Da er aber täglich Unglückliche jeglicher Art vorhersagte, ereigneten sich nur wenige ohne seine Weissagung, und er konnte sie sich zugute halten. Das war sein Hauptvergnügen, und deshalb widerstrebte es ihm selbstverständlich, irgendetwas zu unternehmen, um sie zu verhüten.
Er schüttelte wieder seinen Kopf. »Ich kann nicht eine Rüstung aus nichts machen«, sagte er. »Es schlägt nicht in mein Fach. Lass dir lieber vom Tischlein hölzernen Schild anfertigen. Viel helfen wird er dir wahrscheinlich nicht. Es ist ein feuerspeiender Drache.« Sie zogen lange Gesichter, doch der Müller war nicht so leicht von seinem Plan abzubringen, Giles, wenn möglich, zum Drachen zu schicken. Oder aber sollte der sich schließlich weigern, den ganzen Schwindel seines Dorfruhms auffliegen zu lassen. »Wie wär's mit einem Kettenpanzer?« sagte er. »Der könnte uns weiterhelfen, und er braucht auch nicht gerade fein gearbeitet zu sein. Ist er doch für den Ernstfall und nicht etwa zum Protzen bei Hofe. Wie wär's mit deinem alten Lederwams, Freund Egidius? Und in der Schmiede gibt es einen großen Berg Kettenglieder und Ringe. Ich nehme an, Meister Fabricius weiß selbst nicht, was da alles herumliegt.« »Du weißt nicht, wovon du sprichst«, sagte der Schmied, wobei er besserer Laune wurde. »Wenn du einen richtigen Kettenpanzer meinst, den kannst du nicht haben. Dazu ist die Geschicklichkeit von Zwergen nötig, wo doch jeder noch so kleine Ringe in vier andere passen muss. Und überhaupt, selbst wenn ich die Fertigkeit dazu hätte, müsste ich wohl wochenlang arbeiten. Und vorher werden wir uns alle in den Gräbern sein«, sagte er, »oder zumindest im Drachen.« Sie alle rangen die Hände in Verzweiflung, und der Schmied begann zu lächeln. Doch sie waren jetzt so unruhig, dass sie nicht bereit waren, des Müllers Plan aufzugeben und ihn um seinen Rat zu bitten. »Nun«, sagte er, »ich habe mal gehört, dass früher diejenigen, die sich keine glänzenden Harnische aus dem Südland kaufen konnten, einfach Stahlringe auf ein Lederhemd nähten und damit auch zufrieden waren. Sehen wir doch mal, was sich in dieser Richtung machen lässt.« Also musste Giles sein altes Wams herausholen, und der Schmied wurde in seine Schmiede zurückgejagt. Dort durchstöberten sie jeden Winkel und durchwühlten den Haufen alten Metalls von oben bis unten, wie es seit vielen Jahren nicht mehr vorgekommen war. Zuunterst fanden sie einen Berg kleiner Ringe, stumpf vom Rost, die von irgendeinem vergessenen Rock, einem solchen, wie ihn der Müller beschrieben hatte, abgefallen waren. Sam, unwilliger und düsterer, je aussichtsloser die Aufgabe zu werden schien, wurde auf der Stelle an die Arbeit gesetzt. Er sammelte, ordnete und reinigte die Ringe, und als, wie er befriedigt fertig feststellte, diese offensichtlich nicht ausreichend für jemanden mit so mächtigem Brustumfang wie Meister Egidius, brachten sie ihn dazu, alte Ketten zu sprengen und die Ringe zu hämmern, so fein, wie es ihm sein handwerkliches Geschick erlaubte. Die kleineren Stahlringe nähten sie vorne auf das Wams, die größeren und plumperen auf den Rücken, und als dann noch mehr Ringe zum Vorschein kamen, so arg wurde der arme Sam bedrängt, holten sie eine von des Bauern Hosen und benähten auch sie mit Ringen. Und hoch auf einem Brett in einem dunklen Winkel der Schmiede fand der Müller den alten Eisenrahmen eines Helmes und brachte den Schuster dazu, ihn recht und schlecht mit Leder zu überziehen. Die Arbeit nahm den ganzen übrigen Teil des Tages in Anspruch und auch den ganzen nächsten Tag. Es kam die letzte der Rauhnächte, der Vorabend von Dreikönig, doch niemand dachte an Festlichkeiten. Bauer Giles feierte das Ereignis mit mehr Bier als gewöhnlich, der Drache dagegen schlief gnädig. Er hatte einstweilen Hunger oder Schwerter völlig vergessen. Früh am Dreikönigstag brachen sie auf das seltsame Ergebnis ihrer Arbeit den Hügel herauf. Giles erwartete sie. Er konnte jetzt keine Ausreden mehr vorbringen, also zog er Ketten, Wams und Hose an. Der Müller kicherte. Dann zog Giles seine Stulpenstiefel über und schnallte daran ein paar alte Sporen. Nun kam der lederbezogene Helm. Doch ganz zum Schluss stülpte Giles einen alten Filzhut über den Helm und über das Kettenwams warf er einen weiten grauen Mantel. »Was soll das bedeuten, Meister?« fragten sie. »Nun«, sagte Giles, »euch mag es ja gefallen, klingelnd und klimpernd wie ein ganzes Canterbury-Glockenspiel auf Drachenjagd zu gehen. Mir nicht. Ist doch töricht, ein Drachen eher als notwendig wissen zu lassen, dass man die Straße entlangkommt. Und ein Helm ist ein Helm und eine Herausforderung zum Kampf. Der Wurm soll nur meinen alten Hut über der Hecke zu sehen bekommen, vielleicht bin ich ihm dann schon näher, ehe der Schlamassel anfängt.« Sie hatten die Ringe derart angenäht, dass sie übereinander lagen, jeder hing locker auf dem anderen, und sie klimperten, dass es nur so eine Art hatte. Der Mantel dämpfte ihr Geräusch, doch Giles gab in seiner Montur eine komische Figur ab. Sie sagten es ihm aber nicht. Mit Mühe banden sie das Schwert um seinen Leib und hängten daran die Scheide. Das Schwert freilich musste er in der Hand tragen, denn es ließ sich nicht länger in die Scheide stecken, es sei denn unter größter Anstrengung. Der Bauer rief nach Garm.
Er war ein gerechter Mann, soweit es ihm seine Geisteskräfte erlaubten. »Hund«, sagte er, »du kommst mit mir.« Der Hund jaulte, »Hilft, hilft«, heulte er. »Schloss jetzt«, sagte Giles, »oder ich verpasse dir mehr, als irgendein Drache könnte. Du kennst den Geruch dieses Wurms, und vielleicht zeigst du dich wenigstens ein einziges Mal brauchbar.« Dann rief er nach seiner grauen Stute. Sie musterte ihn unsicher und schnupperte an seinen Sporen. Doch sie ließ ihn aufsteigen, und dann zogen sie von dannen, und keiner von ihnen fühlte sich besonders wohl. Sie trabten durchs Dorf, und alle Leute klatschten und jubelten, meistens aus den Fenstern. Der Bauer und seine Stute bemühten sich, gute Miene zum bösen Spiel zu machen, doch Garm ging jegliches Schamgefühl ab, und er schlich mit eingezogenem Schwanz vorüber. Sie überquerten die Flussbrücke am Ende des Dorfes. Als sie schließlich ganz außer Sicht waren, fielen sie aus dem Trab in den Schritt. Doch nur allzu bald verliefen sie sich in den Ländereien, die den Bauern Giles und anderen Leuten von Hem gehörten, und kamen in Gegenden, die der Drache heimgesucht hatte. Da waren niedergebrochene Bäume, verbrannte Hecken und geschwärztes Gras und ein scheußlich unheimliches Schweigen.